Meine. Die war gut. Ja, 121 Schaden, das ist schon mal besser als meine jetzige, oder? Warte mal. Genauigkeit ist ein Stück höher. Oh, sogar mehr Magazin drin und eine geringere Feuerrate, aber... Naja. Warum muss hier ein Stromschalter sein? Oh. Warum bin ich mir überhaupt Mühe, übers Dach zu kraxeln, wenn ihr schon da seid? Ach, hier ist der Strom. Man hätte den Sicherungskasten noch kaputt schießen können, sehe ich gerade. Oh. Naja. Oh, Mann. Was los? Kommen wir hier wieder raus? Ja, gute Frage, wa? Da ist eine Treppe und Leiter. Ah, okay. Das müsste eigentlich dann in dem Raum müsste jetzt eigentlich das Ding halt durch sein. Frei, offen, wie auch immer. Ohne Stromzaun, auf jeden Fall. Hä? Ich glaube, wir können. Ach! Warten. Ich wollte mich gerade beschweren, weil hier nur so eine Tonne stand, aber hier ist noch ein Keller. Ah, okay. Und in diesem Keller ist. Ja. Ja. Was ist in diesem Keller? Weiß nicht, irgendwie. Lauter kleine Kisten, aber ein Waffenautomat. Was ist denn das für ein Keller hier? Hobbykeller oder was? Ja, würde ich auch sagen. Und ein mieser Waffenautomat, der nicht im Angebot hat. Ja, vielleicht ein bisschen Muni. Naja. Ich bräuchte eher was, womit ich die Muni von A nach B bringen kann. Das kann weg. Na, die behalte ich vielleicht noch. Und das kann weg. Ja, Mann. Woher das eigentlich weiß. Waffe. Ach, hier gibt's einen Reisepunkt, sehe ich gerade. Ja, Tundra Express Farmhaus. Cool. Was? Da lassen wir noch einen Gegner, aber jetzt lassen kann ich. Wenn wir alle getötet haben. Und ich komme hier leider nicht hoch, wenn ich dich angucke. Ja, du bist schuld. Du bist schuld. So, wo müssen wir hin? Du wirst tot sein. Mal gucken, ob es dir was einrichten lässt. Gut. Ich würde sagen, um den Questfall nach. Diese Richtung gar nicht weit. Mhm. Wahrscheinlich eh nicht groß, was kommt. Ich meine, hier rennen eh nur diese Insektenviecher rum. Na, warte mal, hier kommt doch gleich was. Ja, es nennt sich Set. Oh. Ich glaube, ich weiß jetzt, was diese piependen Dinger sind. Wo macht man das? Fuck. Ja, hier liegen so eine lustigen Minen. Nee. Der Jutta Kumpel ist gerade hier am Scharfschützen. Achso? Mhm. Ich werfe ein paar Granaten. Ich hab keine Lunge, oder? Oh fuck. War glaube ich gar nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Ach, er snipert von da oben. Das ist ja schon okay. Warum mache ich sowas eigentlich immer? Ja, schön reingelaufen, wa? Nee, ich habe das Ding selber kaputt geschossen. Also die Feuermelonen. Ja, schießt sich schon wieder. Ja, vor allem ziemlich lautstark. Bastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meint, ich bin öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Genau so. Was ist das? Cell Shading. Also das ist die Comic-Aussicht aus dem Schwarzen. Alter, macht ganz schön Charme mit seiner komischen Knifte. Ja. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Guck mal, was. Tiny Tinas Workshop. Rund um die Starhaftus-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Tiny Tina, die tödlichste 13-Jährige der Welt. Oh. Ach, der Bandit. Ja. Hi. Hallo. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Ist freundlich. Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Sehr gut. Ich laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe. Lauf. Die hat anscheinend viel Spaß. Mhm. Wo ist das da für lustige Hasen? Muschis Nackelbeins und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kabumba-Bums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir!
Was? Schlafenszeit? Ich weiß, genau. Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Ich empfehle dir, der Gasting da zu kaufen, genau. Den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Ich glaube, mit einigen Granaten wirst du viel Spaß haben. Mhm. Das ist halt auch so eine wie ich habe, nur halt ohne Säure, sondern mit normaler Explosion. Aber das sollte eigentlich auch nicht schlecht sein. Na, komm. Zack. So, was? Finde Kawumma-Bums. Zwei Stück in Kyrin. Fress das. Machst du gerade Feldabprobung? Ey! Ja. So, wo wir mal hin? Ich versuche jetzt einfach so eine Mine hier zu entschärfen. Fuck. Oh. Was ist denn hier los? Ja. Aua, also diese Minen haben. Also vorhin die Mine, die ich vorhin angelaufen habe, der hat da so einen grünen Schalter dran. Hä? Ich weiß ja auch nicht, ob man die nicht. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Oh. Naja. Hast du auch gerade gesehen? Hm. Ja, schön. Schön. Halte ich ja nicht viel von diesen Minen. Also ich weiß nicht so viel, was die bringen sollen. Aber vielleicht bei den Fahrzeugen oder so. Ja, stimmt, aber wir haben ja gerade kein Fahrzeug. Wir dürfen ja alles zu Fuß laufen. Gibt hier so Rücken. Ah, oh, ich habe falsches Gewehr. Nein, ich brauche das andere. Nein. Ich schalte gerade schon mal Waffen wechseln, du machst das schon. Halt. Wieder will ich. Was? Keine Bewegung. Hier ist aber schon wieder was los. Mhm. Gibt's uns schon. Snipert ja schon wieder von da oben. Da kommt ein Nomadenfolterer. Gib deinen komischen. Ach so, er macht das, glaube ich, mit seinem Sniper. Macht den Slack-Schaden. Ja. Na gut, dass er uns unterstützt. Ich hab voll über uns geschossen. Komm. Verdammt. Na gut. Ich hätte gerne noch ein paar Granaten. Jetzt kann ich schon 5 Stück mitnehmen, immer zu wenig. Oh Mann, ey. Hopp. Ein rasender Ghoul, der ist ja gehabt. Ich bin gerade gar nicht so gesund drauf. Nee, ich auch nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, wenn ich das wüsste. Ich werfe mal ein paar prophylaktische Granaten durch die Gegend. Was? Wetter ist da ein 10? Skin? Yay! Neuer Spielerskin verdient, das ist ja schön. Weil ich irgendwas im Bett ist Rang 10 erreicht habe, das ist interessant. Und noch ein. Also wir haben gerade alle meine Skins, meine Badass-Dinger gerade Level 10 erreicht. Na toll. Cool. Ja, aber. Oh. Mhm. Hab ich schon gehört. Ich wurde gerade beinahe auf dem Zug überfahren. Ja, trotzdem müssen wir ja nicht gar nicht lang, sondern woanders. Sondern hier die Schiene lang und dann hier irgendwie hoch. Glaube ich zumindest. Beziehungsweise ich gucke erstmal, ob ich nicht noch ein paar Badass ringe. Na, 2 Stück habe ich noch. Rückschussdämpfung, Nachkampf, Schusswaffenschaden. Digga, du stehst hier mitten auf den Gleisen. Ja, ja. Der Zug kann gerade durch, da wird sicherlich nicht so schnell ein neuer kommen. Mhm. Ganz sicher. Das kann nicht so schlimm sein. Buzzard Academy. Was ist denn hier Feines? Über gut. 79 Schaden. Ich glaube Säure, oder? Mhm. Habe ich das falsch gelesen? Oh, hallo Freunde. Ach ja. Habe ich immer nur eine Granate dabei? Ich brauche mehr. Sind hier Schlampen? Mein großer Bruder wird euch nie einen Ball bringen. Das überlebt keiner. Und dann machst du das ist Muschis Nadelbalz Kavuma. Nee, Raketenmunition. Raketen? Oh, ich bin gerade voll mit Raketen. Ich auch. Ja, warte, das kann man ja ändern.
Gegner? Ich brauche Gegner, ich muss nur was schießen. Gegner? Oh, der ist echt weit weg, der macht da hinten. Ah. Das ist sogar noch besser, wenn ich besoffen bin. Naja. Also ich schieße nicht besser, wenn ich besoffen bin, halt ich hier. Das tut mir einfach gar nicht. Oh, aber ich mal treffe, dann ist gut. Es dauert so ewig, diesen Raketenwerfer nachzuladen. Oh, wir kriegen ja Besuch von der Luft. Aus der Luft, so rum. Ja, wenn ich treffe mit meiner supergeilen Rakete hier, dann sind die sofort down. Hoffe ich zumindest. Ich sehe noch gerade gar nicht, wo ist denn der? Da. Ah, kein sicheres Schussfeld. Jetzt. Oh, das war ein Treffer. Was bist du denn? Kill mal, Warder. Oh, verdammt. Boah, verdammt, der neue Revolver hat echt niedrige Kadenz. Was machst du da oben? Ich sehe da gerade. Oh, okay, ich weiß, was du da oben machst. Wie viel von diesen Koptern hier lang fliegen? Mhm. Oh, ich... Nein! Oh. Ja, wenn ich mit dem Raketen noch mal besser treffen würde, wären die Kopter alles und gar kein Problem mehr. Das ist saumäßig unpräzise hier. Oh, dein Geschütz räumt hier aber auch auf. Mhm. Stolz, ja. Ich hab's noch drauf. Oh, guck mal. Ja, schießt. Waffenkiste? Super geil! Ach ja. Bring das Zeug hier dann bastlich ein paar geile Damen raus, die den Zug für dich hijacken. Hijacken. Wer bist du denn? Schocknomade. Alter. Naja, wer ist das? Ich brauche Hilfe. Was ist du denn? Hier. Hinter dir. Heute Marodeur zu werden. Ja, ich mal mit. Kannst du mir vielleicht mal helfen? Ja, ich muss das. Ja, hättest du auch rüberlassen. Bin bei dir. Ja, der Zwerg hat aber auf mich geschossen. Das ist doof. Danke. Was war das jetzt gerade? Gibt's ja. An Kanada? Bei uns? Ja. Oh. Wer schießt denn hier überhaupt mal alles? Noch ein Helikopter? Oh, noch so ein Typ. So, das sollt ihr noch hoffentlich schaffen, oder? Alter. Ach, die komischen Dingens hier schießen auch mit Raketen oder so eine Art. Helikopter. Ich bin tot? Ja, die Helikopter. Oh, fuck, ich auch. Jetzt wird's ein bisschen kritisch. Wenn die Helikopter noch ein paar Meter ranfliegen, krieg ich eventuell noch einen Tod. Ich sehe gerade hier keinen Gegner. Komm schon, komm schon. Helikopter. Na. Nein, der fliegt weg, der Penner. Na, scheiße. Date-Gleich. Ne, der Helikopter ist gerade abgedreht. Also der, ich hatte ihn fast und ist abgedreht. Ach ja. Na, wir müssen aber gleich hier unten irgendwo sein. Boah, 1000. Ich ja. Naja. Ja. Wie vierte Tod war das eigentlich? Der fünfte oder sechste? Wir eigentlich mal mitziehen können. Ja, eigentlich haben wir ja alles. Wir brauchen ja nicht gar nicht weiter rauf. Es sei denn, die waren um die lustige Kisten. Ja, warte mal, hier sind noch so ein Ausrufezeichen. Moment mal, was ist das denn? Guck mal. Morden ist menschlich, vergeben ist göttlich. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber, hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Vertrauen. Na gut, dann wissen wir ja, wo wir Waffen herkriegen. Mhm.